Bruder, Charlie, hatte dafür gesorgt, dass der Drache auf dem höchsten Turm abgeholt und von dort aus nach Rumänien gebracht wurde. Ich könnte schwören, ich hätte hier irgendwo Fußgetrappel gehört, aber lass uns mal in der Bibliothek nachsehen, meine Süße. Schnell, Mrs. Norris, du hältst von oben aus Wache. An mir kommt ihr nicht vorbei, ihr Drecksgören. Ich krieg dich. Und wenn ich dich habe, wirst du deine Taten noch bereuen. Bist du ja wieder, Harry? Wie läuft es mit der Bodensuche? Fred und George planen mal wieder einen Streich, nicht wahr? Ich habe von deinem Sieg beim Quidditch gehört. Gut gemacht, Harry. Hast den Pokal schon fast in der Hand, was?
im Spiegel Narhegib konnte Harry seine Eltern, James und Lily Potter, sehen. Harry starrte sie sehnsüchtig an, fast so, als hoffe er, durch das Glas zu ihnen zu gelangen. Er erstarrte, als er plötzlich ein Geräusch hinter sich hörte. Harry drehte sich langsam um. Nun, wie hunderte Menschen vor dir hast du die Freuden des Spiegels Narhegib entdeckt, sagte Professor Dumbledore. Er erklärte Harry, dass man in diesem Spiegel nichts anderes als seine tiefsten und verzweifelsten Herzenswünsche sehe. Und auch, dass man aus ihm weder Wissen erlangen, noch die Wahrheit in ihm erkennen könne. Der Spiegel Narhegib kommt bald an einen neuen Platz, erklärte Dumbledore. Dann fügte er hinzu, dass Harry nun gewappnet sei, falls er noch einmal auf den Spiegel stoßen würde. Gewappnet? Aber wofür denn? Dachte Harry. Diese dreckigen kleinen Ferkelchen sind uns entwischt, Mrs. Norris. Ich habe die einzige Tür nach draußen versperrt, meine Nerven zuliebe. Warte hier und bewache die Bibliothek, meine Süße. Nach draußen und es macht einen ohrenbetäubenden Lärm. Du bewachst die eine Seite des Raumes und ich werde diese Seite hier bewachen. Wir schnappen sie uns, Mrs. Norris. Eindringling! Yeah.
dafür wird ich verbannt. Hey Harry, hast du die 25 Bohnen für uns? Geschafft. Jetzt haben wir genug Bohnen. Danke, Harry. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Hier, nimm diese Bildkarte. Du hast sie dir verdient. Danke, Harry. Die haben wir wirklich dringend gebraucht. Und vergiss nicht, du weißt nichts über unser Vorhaben. Es ist unser Geheimnis, okay? Na komm schon, Fred. Wir haben noch eine Menge zu tun. Ron und Harry lüfteten das Geheimnis des Steins der Weisen. Mit diesem Stein kann man das Elixier des Lebens herstellen, einen Zaubertrank, der einen unsterblich macht. Kein Wunder, dass jemand hinter dem Stein her ist. Jeder würde ihn gern besitzen, sagte Harry. Hermine meinte, dass in dem Päckchen, das Hagrid bei Gringotts abgeholt habe, wahrscheinlich der Stein der Weisen gewesen wäre. Sie sagte, nun befände sich der Stein der Weisen vermutlich im verbotenen Korridor und werde von dem knurrenden Ungeheuer bewacht. Snape benimmt sich irgendwie verdächtig. Vielleicht hat er vor, den Stein der Weisen zu stehlen. Aber Snape würde nie etwas unternehmen, solange Dumbledore in der Nähe ist. Aber Dumbledore hat sich vor 10 Minuten auf den Weg zum Zaubereiministerium nach London gemacht. Dann wird er es heute Nacht versuchen. Los, wir müssen was unternehmen. Was ist mit Filch? Er beobachtet ständig den verbotenen Korridor. Wir müssen es einfach versuchen. Puh, sieht ganz so aus, als hielte sich Filch heute Nacht irgendwo anders auf. Los jetzt! Alohomora!
gegangen, Harry. Ich glaube, dass das Knurren von hier kam. Hörst du das? Wir sollten da besser nicht reingehen. Aber wir müssen Snape aufhalten. Weiter, Harry. Wir sind direkt hinter dir. Nur Hagrid kann auf die Idee kommen, so ein Monster Fluffy zu nennen. Ich probier's mal mit der Flöte. Vielleicht schläft Fluffy dann ein. Vorsicht, Harry! Ihr könnt ruhig springen. Komm schon, Harry. Ich weiß, was es ist. Das ist eine Teufelsschlinge. Aufpassen. Hilfe! Das ist eine Teufelsschlinge! Versuche es und geh nicht zu nah. Incendio! 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 Umzusetzen. Hoch! Viel Glück, Harry! Harry, mal sehen, wo es da hingeht.
besteht aus einem riesigen Schacht. Ron hat es bereits betreten, um ein Spiel zu beginnen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Oh, Ron, bist du okay? Ich habe die meisten der Figuren besiegt, aber ich bin verletzt. Jetzt musst du weitermachen, Harry. Ah! Harry, sei vorsichtig und geh den Figuren aus dem Weg. Sie bewegen sich irgendwann alle ein Feld nach vorne. Du musst die Figuren dazu bringen, dass sie sich gegenseitig bekämpfen, um sicher an ihnen vorbeizugelangen. Stell dich auf das Brett, um mit dem Spiel zu beginnen, Harry. Sei bitte vorsichtig. Thank you.
Ihr seid nicht stark genug. Ich habe genügend Kraft dafür. Yes!
Dumbledore lächelte. Was unten in den Kerkern zwischen dir und Professor Quirrell geschehen ist, ist zwar vollkommen geheim, doch natürlich weiß die ganze Schule davon, sagte er. Der Stein wurde zerstört. Aber Harry meinte, dass Voldemort möglicherweise versuchen würde, auf einem anderen Weg zurückzukommen. Dumbledore nickte, denn auch er befürchtete dies. Wie auch immer, Harry. Vielleicht haben wir seine Rückkehr an die Macht nur hinausgezögert. Aber wer weiß, vielleicht schafft er es auch nie mehr, wieder an die Macht zu gelangen. An diesem Abend ging Harry allein den Weg hinunter zum Jahresabschlussfest. Die große Halle war in den Farben der Slytherins, grün und silber, ausgeschmückt. Denn sie hatten in diesem Jahr den Hauspokal gewonnen. Als Harry hereinkam, trat plötzlich Schweigen ein. Er setzte sich zwischen Ron und Hermine und versuchte, die Schüler nicht zu beachten, die ihn alle anstarrten. Das Haus mit den meisten Punkten gewinnt den Hauspokal. Im Moment scheint es, als hätte Slytherin die meisten Punkte, erklärte Dumbledore. Vom Tisch der Slytherins brach ein Sturm aus Jubelrufen und Fußgetrappel los. Ich möchte jedoch Mr. Harry Potter für seine Unerschrockenheit und seinen überragenden Mut 60 Punkte geben, sagte Dumbledore. An Harrys Tisch brach ein ohrenbetäubender Lärm los. Aufgrund der zusätzlichen Punkte hatte Gryffindor den Hauspokal gewonnen. Es war der schönste Abend in Harrys Leben. Schöner noch, als im Quidditch zu siegen oder Weihnachten oder Bergtrolle erlegen. Niemals würde er diesen Abend vergessen. Ja!